So, hallo, wir machen weiter. Bei Link's Awakening, das letzte Mal haben wir das Level von Twex gespielt, das Drakonis-Level. Und jetzt wäre wieder ein Level von Alina dran. Und je nachdem, wie viel wir schaffen, vielleicht auch mehr Level von Alina. Mal gucken. Jedenfalls ist Ghost House Challenge das nächste. Don't touch the ground again if you leave it in this... If you leave it in this... Achso, if you leave... Ah ja, verstanden. Es ist so ein Level. Okay, let's go. Mal gucken, was uns erwartet. Ja. Es ist so ein Level. Dann springen wir lieber nicht mehr. Die Münzen nehmen wir uns aber mit. So. Will ich jetzt? Ich will. Ich muss den Schlüssel holen. Wait. Das Ding haut ab. Ja, RIP. Okay. Das Ding haut ab. Also ich muss... Ach so, verstanden. Und jetzt muss ich irgendwie so. Ah, ich muss erst. Ah, das muss ja dann klappen, ohne. Oh Gott. Ohne dass ich zwischendurch den Boden verlasse. Weil wenn ich so fall. Wenn ich mich einfach fallen lasse, funktioniert das ja nicht. Ja, das meine ich nämlich. Okay, jetzt gucken wir mal die nächsten Räume an. Das kann schon mal nicht richtig sein hier. Oh no. Achso, der stirbt dann. Dann gehe ich hier hin. Der darf aber nicht... Doch, der darf schon sterben, aber ich brauche den wieder. Nee, wollte ich nicht. Kriege ich noch einen? Danke. Oh Gott. Ja, hier ist es jetzt einfacher, weil da werde ich direkt drauf abgesetzt. Bei dem anderen habe ich das Problem, dass ich... ihn erst hochschieben? Ja, ich krieg das schon. Okay. Ich werde jetzt nicht weiter gucken, weil nachher schaffe ich die jetzt und dann nie wieder. Es ist ja ziemlich blöd, die dann zu schaffen, wenn es eh nicht mehr machbar ist. Ne? Das wäre ziemlich blöd. So, dann muss ich nämlich so machen. Ah, okay. Das war nur aus dem Moment vorhin ein bisschen komischer. Alles klar. Okay. Trickshots. Trickshots mal anders. Nein! Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Wie soll ich, ja, das war nicht so gut. Ich kann ja nicht springen. Ah doch, springen kann ich schon, aber dann darf ich nicht mehr landen. Ah, Mist.
Gott. Ja, das war vorhin, das war nur vorhin von der Vorstellung her komisch. Alles gut. So. Jetzt muss der halt wieder sitzen. Vorne hat er funktioniert. Das ist jetzt easy. So. Und ab jetzt weiß ich es noch nicht, was kommt. Ab jetzt ist wieder neu. Okay, es ist nur das, was man sieht, auf jeden Fall. Also nur ist gut. Das Problem ist, es ist schon wieder einiges, was man nur einmal schaffen kann. Weil wenn die Dinger runterfallen, sind sie weg. Muss rüber, ich muss rüber, ich. Oder kann ich resetten? Ich kann resetten. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. So, jetzt habe ich erstmal Ruhe. Der fährt nämlich hoch und runter und zwar in aller Ruhe, wie gesagt. So. Nein, was tue ich denn? Scheiße. Aber dann muss ich mit dem hochfahren nachher? Bäh. Ja, aber nicht so. Kann ich den auf einmal, kann ich die auf einmal alle killen? Ich muss vor allem den oberen killen, das ist klar. Ich muss vor allem den oberen killen. Und hier kann ich mich nicht beschweren, dass es keinen Checkpoint gibt, weil es gibt halt keine Checkpoints bei Missionen. Das ist leider Nintendos Schuld. Fuck. Normalerweise wäre sonst hier natürlich ein Checkpoint schön, aber gibt's halt nicht. Ich habe aber gerade eine andere Idee. Das war knapp. Aber die Idee geht nicht. Nee, alles gut. Ich wollte einen Helm mitnehmen in den nächsten Raum, aber es geht nicht, weil ich brauche den Helm entweder, um hier rüber zu kommen oder um da drüben. Also ich würde den immer wieder verlieren, egal wie rum ich diesen Weg hier laufe. Der Helm wäre immer wieder weg. Ich kann den Helm nicht mitnehmen. Ach Quatsch, den Helm kann ich freilich mitnehmen. Ich bin dumm. Dann könnte ich nämlich mit dem Helm die Dinge einfach hochdrücken. Nein! Oh, ich bin da zu schnell. Ist doch Kacke. Dann können wir jetzt mal probieren, wie das ist. Ich dachte eigentlich, so machen wir das. Ah. Das hat ja besser funktioniert, als ich dachte. Dann können wir jetzt mal gucken, was noch kommt. Yo. Oha, dann geht's aber nochmal richtig ab. Oha. Oh Gott. Okay. Oioioioioi. Dann nehme ich vielleicht wirklich mir den Helm mit. Aber dann nicht für das, was ich gedacht habe. Sondern für die Viecher da hinten. Dann kann ich mich nämlich einmal treffen lassen. Und dann ist die ganze Challenge kein Rennen mehr, sondern nur noch ein normales Durchkommen. Wenn sie es nicht irgendwie verhindert hat, sollte das die klügere Wahl sein. Aus der Situation heraus.
Mist. Ja, bin ich denn dumm? Ach, was tue ich denn? Ach, Junge, Mann. Hä? Oh. Ups. War gerade kurz irritiert. Dann habe ich festgestellt, dass ich einen Anfangssprung gemacht habe. Das Schöne an Leveln, in denen man nicht springen darf, ist die Level danach zu spielen, in denen man wieder springen darf. Bin so voll auf Entzug, weißt du? Das ist dann so... So. Jetzt muss ich nur wieder diesen Sprung hier hinkriegen, der ja eigentlich bisher kein Problem war. Da ist ja kein Sprung. Deswegen ja. Gut. Gut. So. Problematisch wäre, wenn die Geister dann zurückkommen. Also ich bin gespannt, ob sie es verhindert hat. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Das geht so schnell. Es geht so schnell, ne? Okay. Oh, ich dachte schon. So. Wir wissen Bescheid. Nein. Oh Gott. Ja gut. Ja gut, ich habe den Helm gerade geopfert, auch wenn ich ihn nicht opfern wollte. Aber ist okay. So, jetzt aber flott hier. Renn! Ach, die sind dann eh weg. Nee, sind sie nicht. Hä, doch sind sie schon. Ach so. Mir bringt mir der Helm ja gar nichts. Ich dachte, jetzt kommt so ein Rettrennen, genau. So ein Wettrennen die ganze Zeit. Wait, und was mache ich jetzt? Wofür habe ich jetzt den Pau? Für was war der? Keine Ahnung, aber wir haben es geschafft. Okay. Okay. Leider haben wir jetzt nicht mehr gesehen, was passiert, wenn man da hochfährt mit dem Aufzug. Da ist bestimmt nochmal so eine kleine Animation oder keine Ahnung. Aber dadurch, dass ich den Pau mitgenommen habe, habe ich mir das leider verbaut. Gut. So, Versus Races werden wahrscheinlich, ja, einfach zu spielen sein. Und halt nur Sinn ergeben, wenn man sie gegeneinander spielt, klar. Aber ist dann ja egal. Weil wir jetzt einfach mal gucken können, ob sie es schön gebaut hatte. Na, also ist auf jeden Fall, wenn man es sich abspricht, klappt das auf jeden Fall hier schon mal. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass jeder den gleichen Weg hat. Aber das sieht schon so aus. Das ist dann Reset, falls was passiert und die runterfallen. Okay. Ah, okay, verstehe. Oh boy. Okay. Ach so, das reicht aus. Dann gibt es hier jetzt Spin Jump Part oder auch nicht. Lieber einmal zwischen warten, aber das hat das Problem, weil der Gegner wird auch nicht warten.
Okay, dann gibt es hier Leben. Und dann geht's hier in die Röhre. Dann wird man klein und hat jetzt hier nochmal den gleichen Teil hier. Und die Dinger hier. Ah! Oh, gehen wir weg mit diesen Springboards. Ah! Oh. Ach ja. Schön. Schön, schön. Ist auch schön lang. Also man hat auf jeden Fall Möglichkeiten, selbst wenn man zwischendurch Fehler macht, wenn die anderen auch nochmal Fehler machen. Das ist eigentlich das, was Versus-Levels sein sollen. Das ist sehr schön für ein Versus-Level. Dann haben wir hier auch nochmal ein Versus-Level. Ja, klar, Anfang ist wieder identisch. Keiner kann schnell in die Tür. Jeder kann gleichzeitig starten. Oh, ich habe wegen Slippery Rays habe ich gedacht, ich muss durchschlittern. Aber Quatsch. Ich muss nicht durchschlittern. Ich muss einfach durchlaufen. Das ist einfach nur ein Beginn. Oi, oi. Oi, oh mein Gott. Ach Gott, geh weg. Okay. Ich frage mich halt gerade, ob ich noch sterben kann. Oder ob es jetzt aber jetzt wirklich nur noch Rennen ist. Warte, jetzt muss ich rüber. Jetzt muss ich wieder rüber. Oh ja, ich kann noch sterben, auf jeden Fall. Mit. Ich bleib mal am Rand. Oh mein Gott. Ach so, es fällt immer nur eins. Ich dachte jetzt gerade schon. Ich dachte jetzt gerade, ich hab's versaut und alle fallen runter. Aber, okay, verstanden. Cool gebaut. Das sind halt wirklich, ne, so. Oh nein. Okay, ja, gib mir das. So stellt man sich Versus vor, tatsächlich. Ne, genau so, wenn wir mal ehrlich sind. Genau das ist doch, was wir wollen. Ne, jeder hat die gleichen Chancen. Genau so muss ein Versus-Level sein. Echt schön. Echt cool. Wenn es sowas in Versus nur gäbe, das wäre so ein cooler Modus. Und die Lags noch weg wären. Die aber ja gerade durch mich verursacht werden würden, würde ich jetzt Versus hier spielen. Ich kann hier ja nicht Versus spielen. Aber das ist schon cool gewesen. So, Downside Up. Ah, wieder ein Bau-Event. Go get to the top or is it the bottom? Man weiß es nicht so genau. Mal gucken. Da komme ich schon mal nicht heran. Ah ja. Ja, aber... Oh, wie soll man den denn? Okay. Hätte ich den irgendwie sehen können? Jetzt muss hier ja wieder irgendwas Verstecktes sein. Ach so. Die Blöcke vorher haben das... Ah, der Block hat... Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Alles gut. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, man hätte den sehen. Ja. Der Block, wo ich vorher gesagt habe, da komme ich nicht ran. Das war genau der Block, der jetzt eben der Pilz war. Nur auf der anderen Seite. Ja. Okay. Schon gecheckt, ich bin dumm. Alles gut. Bin einfach nur blöd. Ist in Ordnung. Das war jetzt nicht so gut. Sowas nicht.
Aber war auch nur am Anfang mit diesen versteckten Blöcken, die der Hinweis sind. Ab hier ist es normal. Um die Ecke. Hä? Ach so. Nein! Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich so um die Ecke springen, aber jetzt muss ich einfach nur hochspringen. Okay, hier ist wieder Reset, falls die Dinger runterfallen wahrscheinlich. Oh. Okay. Ist ganz schön cool gebaut bisher, ja. Macht auf jeden Fall Dinge mit dem Kopf. Die dem Kopf nicht gefallen. Ach, jetzt geh doch da durch. Mario, danke. So. Da drüben ist wieder die Nummer geschrieben. Yo! Hi. Das war ein kurzes Vergnügen, Bowser. Cool. Sehr schön. Na, das meinte ich. Vorhin war auch so ein Aufzug in dem Geisterhaus. Da wäre bestimmt wieder irgendwas gewesen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas wäre da bestimmt wieder gewesen. Leider haben wir es halt verpasst. Gut. Aber nachdem das letzte Alina-Level war und wir noch Zeit haben... Gucken wir uns das halt nochmal kurz an. Und nehmen einfach den komischen Pau nicht mit. Ich weiß nicht, wofür der gedacht war. Ursprünglich. Ich weiß es einfach nicht. Aber damit haben wir schon sämtliche Alina-Level aufgeholt. Das ging schneller, als ich dachte. Bis halt auf das eine, aber das werde ich auch nicht nochmal probieren. Also alles, was recht ist, aber... Oh Gott, was tue ich denn? Aber da ist einfach der hintere Teil. Ich habe es ja schon gesagt. Im Part selber habe ich es ja schon gesagt. Es wird an der Stelle zu hektisch. Egal, wie ich spiele, es wird dort hektisch. Und deswegen werde ich es nicht schaffen. Das ist... Es fühlt sich für mich wirklich... Also für mich fühlt sich es unmöglich an. Es gibt Leute, die schaffen das. Das Level hat keine 0%. Aber... Nein. Für mich zu krass. Für mich einfach zu krass gebaut. Na, mir ist schon klar, selbst, dass ich da auch mich da reindrücken lassen kann und dann auch rausspringen kann, aber es ist einfach zu wenig Zeit, die übrig bleibt. Das ist das Problem. Die übrige Zeit ist das Problem. Wäre das ein 50-Sekunden-Speedrun, wäre das halt machbar da hinten. Aber dadurch, dass es wirklich 40 Sekunden sind und das bis auf die letzte Sekunde ausgereift ist, kriege ich es nicht hin. Keine Chance. Aber mir kommt es gerade, es ist ja egal, ob wir es jetzt schaffen oder nicht. Stimmt, ich kann es ja so spielen. Ich kann das ja jetzt so spielen. Ich weiß halt nach wie vor nicht, wofür der gedacht war. Aber egal. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht... Nein, habe ich nicht. Das wäre jetzt blöd gewesen. So, ich kann ja so auch hochgucken, was da oben ist. Ein Herz wäre da gewesen. Alles klar. Haben wir das geklärt. So, ja. Schaffen wir noch ein Twakes-Level? Aber 5 Minuten glaube ich nicht. Was ist das nächste Twakes-Level? Achso, die hier gibt es ja auch noch.
Ich weiß nicht, wer das ist oder was ich da. Ach, das ist der Typ, der Typ, von dem ich. Stimmt ja. Den Typ gibt's ja auch. Von dem ich ein paar Level gespielt habe. Da haben wir noch mehr Level zu spielen, ne? Da haben wir ja noch mehr Level zu spielen. Mist. Richtig. Den habe ich schon wieder komplett vergessen. Der hat ja coole Teile geteilweise. Oh, schwierige Teile, aber coole Teile. Ja. Ich erinnere mich. Mal gucken, ob wir von dem auch nochmal was spielen. Aber jetzt erstmal gucken, was das nächste von Twax ist. Menkar. Hat bisher keiner geschafft. Was ist seine Zeit? 32 Sekunden. Aber es haben bisher halt auch erst zwei Leute gespielt. Hat er noch was hochgeladen? Nein, das ist das Einzige, was hier noch übrig ist in der Liste. Da gucken wir mal ganz kurz rein, ob das für jetzt oder für den nächsten Part eher ist. Aber dann wird das auf jeden Fall im nächsten Part sein, aber halt noch mehr. Ne? Ah ja. Ah ja. Bin halt schon zu blöd, in die Röhre zu springen. Ah. So. Gottes Willen. Oh Gott, so ein Zeug. What? Ach, da ist die Röhre. Okay, ich muss mich gegen die Röhre drücken, dann da ran und dann darunter. Also viel Wandsprungzeug hier. Aber so weit fühlt sich's noch machbar an. Ah, jetzt muss ich wieder dagegen drücken. Okay. Okay, so weit fühlt sich's eigentlich gerade noch machbar an. Aber es wird wahrscheinlich noch schlimmer. Weiß es nicht. Okay. Oh Gott. Wie viel denn noch? Yes! Yes! Das war ja voll einfach. Also gut, voll einfach nicht, aber das war ja voll machbar. Erster. Juhu. Sehr schön. Das hat ja voll gut noch in den Part reingepasst. Ich bin begeistert. Ja, dann haben wir alles aufgeholt, ne? Haben jetzt schon. Das waren drei Parts oder so. Baut mal mehr. Wie lange habe ich denn jetzt nicht Mario Maker gespielt? Und das ist alles, was seitdem entstanden ist. Also hier zumindest bei den Leuten, denen ich folge. Okay. Ja, dann sind wir back im Business. Und können uns wieder beliebte Level angucken nächstes Mal und so, was da alles passiert ist. Weil da ist natürlich neues Zeug aufgetaucht. Das ist klar. Ich habe auch schon coole Sachen gesehen, die würde ich gerne selber spielen. Aber an der Stelle erstmal habe ich meine Pflicht erfüllt. Ja, meine Verbindlichkeiten sind wieder ausgeglichen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.